Als ich einmal das Evangelium hörte, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter, fühlte ich mich davon innerlich zutiefst angesprochen. Auch ich wollte eine treue Mitarbeiterin im Weinberg unseres Herrn sein. Ich wusste nur noch nicht wie. Im Gebet fand ich die Antwort: Tröste die Trauernden. Daraufhin machte ich die Hospizausbildung und möchte nun von einer Erfahrung berichten. Eines Tages kämpfte in unserem Wohnhaus ein Mann um sein Überleben. Die Einsatzkräfte waren schon vor Ort. Ich ging in die Kapelle, um für diesen Menschen zu beten, und als ich zurückkam, war er bereits verstorben. In mir sagte eine Stimme: Geh und tröste die Ehefrau. Als ich in die Wohnung kam, fand ich folgende Situation vor. Die Frau hatte sich über ihren Mann geworfen und wollte ihn nicht freigeben. Ich ging zu ihr hin, nahm die zitternde Frau in die Arme, sie weinte sich an meiner Schulter aus und ich tröstete sie. Daraufhin ließ sie sich wegbringen. Anschließend blieb ich noch 3 Stunden bei dieser Frau. Für mich ist es ein beglückender und berührender Dienst, Menschen in Notsituationen beistehen zu dürfen.